Ich heiße Sie herzlich willkommen auf den hell erleuchteten Straßen Singapurs. Kaum zu glauben, dass wir schon seit 10 Jahren immer wieder hierher zurückkommen. Als wäre es erst gestern gewesen, kann ich mich erinnern, wie Felipe Massa seinen Zapfschlauch in der Boxengasse in einem ereignisreichen Eröffnungsrennen hinter sich herzog. Es ist der Grand Prix, der die meisten Siege von der Pole Position in der Statistik zu verzeichnen hat. Die Fahrer müssen über die welligen 5 Kilometer des Marina Bay Street Circuit 23 Kurven überstehen. Es gibt 2 DRS-Zonen, eine auf der Boxengeraden, die andere am Raffles Boulevard, auf dem Geschwindigkeiten von über 300 Kilometer erreicht werden können, bevor es am Ende in eine harte Bremszone vor Kurve 7 geht. Das enge Stück über die Anderson Bridge könnte heute besondere Probleme bereiten, denn es ist unangenehm nass. Ein herzliches Willkommen auch an Stefan Römer, der sich heute die Sprecherkabine mit mir teilt. Reden wir über Sauber. Sie sind in den letzten 5 Rennen einmal ausgeschieden. Was können wir da über die Zuverlässigkeit Ihres Autos sagen? Das ist eine sehr gute Statistik, völlig klar. Sie demonstriert beispielsweise nicht nur mechanische Zuverlässigkeit, sondern auch Konsistenz von beiden Fahrern. Das sind 2 unschätzbar wichtige Punkte, wenn man Erfolg haben will. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Nico Hülkenberg ist gestern ausgezeichnet gefahren und startet heute von der Pole. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ein Renault, Raikkonen, Max Verstappen und Bottas. Grosjean, Perez, Leclerc und Pierre Gasly. Ericsson, Hartley, Lance Stroll, Sirotkin, Magnussen. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Ocon, Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. Hamilton und Daniel Ricciardo vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. We've qualified above where we expected to be, so try your best to hold on to this position in the race. Und damit recht herzlich willkommen zurück zur F1 2018 Karriere hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, der Gelbe, der da vorne steht, das bin ich leider. Das ist unser Teamkollege Nico Hülkenberg. Wir stehen auf Platz 3, neben uns Vettel und hinten dran dann direkt Raikkonen, also eine gelb-rote Startreihe 1 und 2. Wer das Qualifying verpasst haben sollte, ja, da mal kurz zusammengefasst. Ich bin nicht so richtig reingekommen, ich war nicht so richtig fit auf der Strecke. Bin ich wahrscheinlich nach wie vor nicht, deswegen, ich muss jetzt gucken und das Beste draus machen, aber das Rennen ist eh nochmal eine andere Geschichte, wie es so läuft, wie man so ins Rennen reinkommt. Hoffentlich bleibt der Flügel heile und solche ganzen Geschichten. Wir klicken mal kurz in die Strategie und die sieht, glaube ich, ganz gut aus. Also man kann zwar theoretisch einen Einstopp machen, aber die braucht man nicht länger, weil der dritte Reifen ist der Soft-Reifen, nicht der Super-Soft. Also nochmal, man überspringt einen Härtegrad und die sind einfach zu hart hier. Und das bringt nichts, da verliert man viel zu viel Zeit. Deswegen dann lieber nochmal einmal mehr stoppen, zumal die Boxengasse hier relativ kurz ist. Auch wenn man sie sehr langsam befahren muss. Sprint nehmen wir ein bisschen mehr mit, würde ich sagen. So 1,5 Runden extra, glaube ich, das tut nicht weh. Und dann, ja, gehen wir direkt in die Einführungsrunde, dann können wir da ja nochmal ein bisschen schnacken. Let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ja, großer Preis von Singapur, Marina Bay City Circuit. Höchst anspruchsvolle Strecke, hat er irgendwie jetzt hier gerade bei der Anmoderation gemeint, da gibt es irgendeine nasse Stelle, was ich mir nicht vorstellen kann, weil seit dem ersten Training hat es ja eigentlich nicht mehr geregnet, aber vielleicht auch einfach ein falscher Einsprecher. Das kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz, schwierige Strecke, anspruchsvolle Strecke. Der kleinste Fehler könnte hier das Aus bedeuten oder einen Schaden bedeuten. Deswegen höchste Konzentration in dem Rennen. Könnte sein, dass ich während des Rennens vielleicht auch ein bisschen ruhiger bin. Deswegen da nicht wundern. Da vielleicht dann eher mal so ein bisschen die Renn-Action beobachten. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall der Start, dass der gut läuft, dass da wir gut ins Rennen kommen. Schauen wir einfach mal. Träumchen wäre natürlich schon, wenn ich Vettel direkt kassieren könnte. Dass die Renaults da vorne vielleicht gleich wegziehen, aber ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Überraschend auf jeden Fall, dass die Ferraris auch, muss man sagen, mit dabei sind, denn in den Trainingsläufen waren tatsächlich die Renaults, also wir und die Red Bulls somit die stärkste Kraft. Dahinter direkt Ferrari, aber ja, im Qualifying haben sie nochmal aufgetrumpft.
Dementsprechend haben wir die Red Bulls nach hinten verfrachtet, wobei einer davon ja auch ganz hinten startet wegen Strafversetzung. Also die Möglichkeit sowohl für Renault als auch für Ferrari jetzt hier richtige Big Points zu sammeln. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Rennen läuft. Ziel für mich ist, im Prinzip Position halten, aufs Treppchen kommen, das wäre schon ganz gut, gerade da der Renault hier so gut geht, wäre es schon wichtig, diesen Vorteil zu nutzen und hier wichtige weitere Punkte zu sammeln. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche dir viel, viel Spaß und gute Unterhaltung beim großen Preis von Singapur hier in meiner F1-Karriere. Das längste Rennen der Saison steht an, nachdem wir ja in Monza das schnellste hatten. Also lehn dich zurück, genieße die Show. Jetzt ist es wahrscheinlich schon zu spät, Popcorn und was zu trinken zu holen. Aber ich glaube, Popcorn-Potenzial wird das Rennen auf jeden Fall haben. Hier geht es nämlich immer actionreich zur Sache. Für Vettel hat es nicht gereicht. Hülkenberg ist ganz schlecht gestartet. Das hat jetzt Vettel auch ausgenutzt. Und Nico hat mir ja ein bisschen den Weg blockiert. Deswegen wollte ich da nicht auf letzter Rille jetzt attackieren. Das Auto ist jetzt natürlich schwerer wegen Quali. Da muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen drauf klarkommen. Ersten Metern habe ich auf jeden Fall Probleme dran zu bleiben. Aber ich muss jetzt auch erstmal so ein bisschen gerade reinkommen ins Rennen, ins schwerere Auto. Raikön macht auf jeden Fall Druck. Da habe ich ein bisschen untersteuern, leider. Ja, der Abschnitt ist so mein Problemsektor. Da verliere ich die meiste Zeit. Kann auf jeden Fall das Tempo jetzt nicht mitgehen von Vettel. Ja,
mir fast gedacht jetzt, dass wenn ich da so pushe, dass mir der Arsch kommt. Das wäre jetzt aber schon geil gewesen, wenn ich vorbeigegangen wäre. Reifen bauen halt jetzt schon langsam wieder ab. Das merkt man auch gerade hier. We're approaching the pit window. You'll be on the ultra softs. Diesmal muss es jetzt klappen, ey. Brilliant. Nice move. Er ist halt noch innen. Aber jetzt müsste es geklappt haben. Sehr gut. Die Reifen bauen ab auf jeden Fall. Nico is in for his stop. Okay, der ist jetzt schon in der Box. Hat er jetzt einen Flügelschaden, aber nicht an uns auf jeden Fall angefahren. Oder macht einen massiven Undercut. Möglich wär's, ja. Hat auf jeden Fall freie Fahrt, wenn ich es richtig sehe. Ja, Konzentration jetzt, Ray. Bisschen jetzt Management auch betreiben, auch wenn mir das schwerfällt, auf der Strecke noch zusätzlich hier ein gutes Management zu fahren. Also erst Management und Spritmanagement. Oh ja, die Reifen sind richtig runter jetzt schon. Das andere hat es geil gerade. We expect you're going to start feeling the effect of tire wear around about now. Let us hope it gets too bad. Ich merke die schon ein bisschen länger, Chef, dass die Reifen runter sind. Wir müssen jetzt noch ein bisschen. Oh Gott, oh Gott. Fast Auto weggeworfen. Let's box this lap. Gap to teammate behind is 25.7 seconds. Ja, die Reifen sind richtig hinüber, ey. Boah. Ganz vorsichtig im Piano jetzt hier fahren.
ich sollte mal eher am höheren Gang bleiben. Dieses ständige Runterschalten macht das Auto so instabil die ganze Zeit, ist total unnötig. Nur ein bisschen untertourig und dann passt es schon. Blöd läuft. Verlieren wir jetzt einen Platz in der Box. Uiuiuiui. Okay, hier bleiben wir mindestens vorne. Jetzt aber voll in den Verkehr. Ja, und tatsächlich der Undercut hat echt was gebracht von Nico. Krasser Sheet. Ja, die Hypers waren richtig am Arsch, ey. So, jetzt aber pushen, ey. Ja, viel mehr Grip, viel geiler jetzt. Ferrari sind, glaube ich, beide draußen geblieben, kann das sein? Nee, Vettel ist ja. Nee, Vettel ist gefahren. Aber Vettel hat es geschafft, vor Nico zu bleiben. Alter, Vettel, Alter, wie krass ist der denn bitte vorne schon? Okay, also ich glaube, Vettel ist hier ein sehr heißer Kandidat für den Sieg. Van Dorn auf einer ganz, ganz extremen Strategie unterwegs, wenn ich das richtig sehe. Scheiße, ey, das war jetzt halt echt nicht geil, weil ich das Momentum nicht nutzen konnte. Ey, die frischen Ultras sollten doch schon schneller sein wie die angefahrenen Softs, ey. Komm jetzt. Nice work, that brings you up a place. Das ist natürlich ungünstig mit dem Verkehr hier. Da kann ich nicht vorbei. Muss auf Startziel warten. Oh mein Gott, das wäre fast schief gegangen. Ja, ich darf nicht vergessen, dass ich die besseren Reifen habe. Die müssen früher bremsen. Scheiße.
scheiß Williams, Alter. Wo hat er jetzt die Power auf einmal wieder hergezaubert? Alter, boah. Okay, der ist aber richtig langsam geworden. Das ging gerade noch mal gut, ey. Alter, Alter Ocon, ey. Was bist denn du für ein Lebo, ey? Ja, und dann verbremst er sich auch noch, ey. Was für ein Arsch, ey. Zieht er einfach zu. Der hat auch gesehen, dass ich da noch war. Oh, ey. Force India, ey. Arsch offen. Ja, actionreiches Rennen habe ich euch versprochen. Das haben wir auf jeden Fall. Aber das hat jetzt alles super viel Zeit gekostet. Wir sind halt komplett dahin im Feld noch eine andere Strategie sind. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. So, jetzt mal reinkommen, jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt. Was mache ich hier? Kann sich ja mal ankündigen. Ja, Nico scheint seine Quali-Performance hier nicht so direkt ins Rennen übertragen zu können. So viel steht schon mal fest. Problem ist jetzt nur, ich kann den jetzt mit DRS auch nicht wirklich attackieren. Weil der jetzt auch gleich DRS hat. Viel zu viele Downshifts. Ich schalte viel zu oft einen Gang zu tief. Das macht das Auto so instabil. Das ist so unnötig, was ich hier mache. Und dass die zwei jetzt fighten, kostet mich jetzt am meisten Zeit hier. Und Nico ist jetzt vorbei. Nicht gegen Alonso.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen die hier? Nico bremst mega stark. Und der andere fährt da weiß ich worum. Alter, aber drück mich auch fast in die Mauer. Da gibt er mir fast eine Retourkutsche. Das war ein bisschen zu riskant. Normalerweise würde jetzt der Teamchef einfunken und sagen, hey, Jungs, bei aller Liebe, schießt euch nicht gegenseitig ab. Undercut, wenn ich das richtig sehe. Aber ob wir da nicht wieder mega in den Verkehr rutschen, weiß ich auch nicht. Das ist halt die Frage. Ganz schnell an Hartley vorbeikommen. Dass wir da ein bisschen Polzeit rausfahren können. Vettel ist, ey, der hat halt keinen Verkehr gehabt, hat sowieso eine starke Speed gehabt, also bei Vettel, wenn der das Rennen jetzt noch verliert, dann weiß ich auch nicht. Er hat ein komplettes Boxenstoppfenster rausgefahren. Ja, die Frage ist jetzt halt wirklich, wenn ich Runde 16, was sie jetzt gemeint haben, reinfahre. Upsala. Dann könnte halt die Gefahr sein, dass ich wieder mega in den Verkehr rutsche. Und ich weiß halt nicht, wie die Ultras dann halt danach aussehen. Vielleicht gehe ich auch erst Runde 17 rein oder so. Mal gucken. Jetzt erstmal noch fahren und voll pushen, was halt so geht. Hartley hält jetzt hier hinten dran ein bisschen ja auch auf. Mal Halbzeit, ey. Das Rennen kommt mir schon ewig vor. Wie ich das längste Rennen der Saison.
Marco wieder in der Box. Mal gucken, wo der jetzt rauskommt. Der freie Fahrt hat, wenn er wieder aus der Box ist oder wie das ausschaut. We're leading our teammate by 8.7 seconds. Ja, der hat semi-freie Fahrt, sag ich mal. Es kommt jetzt halt drauf an, was die Konkurrenz macht, wann die reingeht. So, ich muss jetzt hier einen Rhythmus aufbauen, nicht die ganze Zeit auf die Minimap schielen. Das ist weitaus wichtiger. Habe ich sogar das Gefühl, dass wir Vettel sogar ein bisschen Zeit gut machen, aber der wird jetzt auch nicht volle Pulle fahren, der hat ja von einem super komfortablen Vorsprung. Pit now. Würde ich eigentlich ungern jetzt machen, wenn ich ehrlich bin. Also ich warte auf jeden Fall nochmal eine Runde. Na klar, das Momentum Anlack hat gegen Vettel zu machen, aber das ist ja. Da komme ich nur ein bisschen näher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese knapp 23 Sekunden noch irgendwie zufahren kann. Außerdem habe ich halt die Sorge, dass ich halt jetzt gleich voll in den Verkehr wieder rutsche, wenn ich jetzt pitte. Deswegen nein, ich bin noch nicht rein. We pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Frage ist jetzt, macht es Sinn, nicht noch ein bisschen eher draußen zu bleiben, die freie Fahrt zu nutzen? Ist man da trotz abgefahrenen Reifen nicht schneller? Anstatt jetzt hier mit frischen Reifen im Verkehr festzustecken, weil das Momentum gerade eben von den aktuellen Reifen konnte ich, als sie frisch waren, nicht nutzen. So viel ist sicher. Oh, jetzt fangen sie aber wieder an zu schmieren. Das ist natürlich dann auch nicht geil. Jetzt müssen wir gucken. Aber ich glaube, ich fahre noch mal eine Runde. Vettel hat's gut, der hat keinen Verkehr, egal was er jetzt macht. Ja, komm, weißt du was, ich fahr rein. Die fangen jetzt nämlich an zu schmieren. Dann bringt das nämlich auch nichts.
Puh, ich hoffe, das klappt jetzt halt. Weil wenn ich sehe, wo Nico da festhängt schon wieder. Und da werden wir auch landen wahrscheinlich. Go, go now. Ja, vielleicht schaffen wir sogar vor dem Trupp rauszukommen. Das wäre natürlich jetzt nice. Ja, schaffen wir sogar. Dann verlieren wir gar nicht so viel Zeit. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Try to stay with him. He might make a mistake. He can still regain the position. Also push, push, push jetzt. Das Momentum der frischen Reifen auf jeden Fall ausnutzen. Und dann halt gucken, dass wir an den entsprechenden Kandidaten vor uns relativ schnell vorbeikommen. Weil ich habe ja auch Glück und die gehen jetzt dann auch in die Box. Verstappen könnte sein, dass der nicht mehr reingeht, weil der ist ja von ganz hinten gestartet, glaube ich. Das heißt, er ist vielleicht sogar auf Soft gestartet und das sind schon seine letzten Reifen, ich weiß es nicht. Das ist aber auch egal, wir müssen auf uns gucken. Ein bisschen zu schnell da rein. Hier so drüber zu räubern. Ne, da geht er auch in die Box, sehr gut. Wenn die alle jetzt vor uns so mehr oder weniger in die Box gehen, ist ja nicht schlecht. Aber schon nicht so den mega krassen Kampf, der uns auffällt. Aber ich glaube, Vettel war schon in der Box, wenn ich das richtig sehe. Also. Ich hatte ja noch Hoffnung, dass er die Reifen noch ein bisschen kaputt fährt, da vorne unnötigerweise. Ich werde jetzt ein bisschen aufholen, aber Gap to teammate behind ist nicht so. 17.8 seconds. So, jetzt haben wir Hartley aber leider im Weg. Jetzt mal gucken, wie wir den am besten kassieren. Fast gedacht, dass er jetzt wieder dann fast davor fährt. Alter. Ah, so Arsch, ey. Das kostet doch jetzt uns beide nur Zeit, Cardley, ganz ehrlich. Du bist doch ein kleine Bitch. Sehe ich dich jetzt einfach hier auf der Bremse, ey. Ist gerade egal.
Job. Hab ich jetzt trotzdem massiv Zeit gekostet. Raikön haben wir wieder kassiert. Ich denke, zweiter Platz ist auf jeden Fall realistisch jetzt noch. Boxenstopp bereinigt. Das andere wahrscheinlich eher nicht. Ups. Okay, gap ahead is 11.9 seconds. Was für ein langes Scheißrennen, Alter. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Man muss so konzentriert bleiben die ganze Zeit. Vettel ballert hier schnellste Rennrunde, alles klar. Ja, auch ein Sieg ist mehr als unrealistisch. Da hätten wir jetzt mega schnell sein müssen. Jetzt zeigt Vettel gerade, wie schnell er ist. Ich glaube, der war heute eine Nummer zu groß für uns. Aber wir konnten uns ja trotzdem auf P2 verbessern. Das ist ja auch schon mal was wert. Noch sind wir P2 nicht. Aber ich glaube mal, dass wir das jetzt noch werden. Hoffe ich zumindest mal. Ich weiß ja nicht, ob die da vor uns alle schon gestoppt haben. Also ob die jetzt durchfahren. Möglich wäre es. Ja. Und dann müssen wir sie auf der Strecke kriegen. Und dann könnte es sogar echt noch eng werden. Wir haben halt echt im Verkehr nach unserem ersten Boxenstopp so viel Zeit verloren. Das war nicht mehr feierlich. Na, aufpassen. Hier ist moving to mix 2. Fuel to mix 2. Front is 6.2 seconds. Ich glaube fast echt, dass wir die auf der Strecke noch kriegen müssen. Dann müssen wir aber ganz schön pushen jetzt noch die letzten Runden. Das Rennen geht noch ein bisschen. Die Runden sind noch nicht gefahren.
Was war das? Boah, Alter, was für ein Leck. Boah. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Gleich eine Gasly dran. Die alle davor uns noch bis auf Vettel kriegen wollen. Das schaffen wir nicht, oder? Alter, ich weiß halt echt nicht, ob wir das schaffen. Alter, was ist jetzt schon wieder? Er fängt jetzt das Scheißspiel schon wieder an rumzulecken, ey. Dann krieg ich ja was Kotzen. Das kann ich jetzt in so einer Strecke, in so einem Rennen überhaupt nicht brauchen jetzt. Ja, normalerweise fahren die nicht mehr in die Box wegen ein paar wenigen Runden. Boah, den müssen wir. Oh doch, Ding ist reingefahren, Perez, okay. Hat sich aber die Hypersoftware geholt, also er könnte jetzt sogar richtig schnell sein. Aber ich glaube, der Vorsprung, den wir jetzt haben, ist dann zu groß. Auf ihn, hoffe ich mal. Ah, ja, schon wieder so ein Leck. Okay, es fängt wieder an zu lecken, damit muss ich jetzt leben. Bringt jetzt nichts. Leading our teammate by 26.8 seconds. Ja, Nico haben sie zweimal viel zu früh reingeholt. Das muss man so, glaube ich, sagen. Er hat quasi sein Rennen erst am Start gegen Vettel verloren und dann wird es mit der Strategie verloren. Seine Rennpace war auch nicht die beste, muss man sagen. Ja, dann warten wir jetzt auf die DRS-Zone, das bringt so nichts. Okay, der geht auch nochmal rein. Und die da auch. Okay, muss ich doch nichts auf der Strecke machen. Wir sind nochmal rein, um die Hypers zu holen. Alles klar. Ja, und der Abstand von 22 Sekunden, was ich vorher nur noch hatte auf Vettel, ist jetzt auf 27, habe ich gerade gesehen. Also, ich glaube, das Rennen ist durch. Glückwunsch an Vettel, muss man aber auch anerkennen. Mega starke Leistung von ihm. Am Start direkt eine mega Pace weggezogen. Dann strategisch alles richtig gemacht. Untypisch für Ferrari. Aber ja, deswegen der Sieg absolut verdient. Schade, ich habe so im Geheim, ich wollte es nicht ansprechen, aber im Geheim hatte ich schon so gedacht, so, ah, wenn wir Vettel kassieren könnten. Vielleicht gibt es ja den ersten Doppelsieg für Renault. Und mir wäre das auch egal gewesen, ob ich Zweiter gewesen wäre oder dann Erster. Tja, jetzt ist aber Vettel vorne. Und Nico ist keine Ahnung wo. Kein so gutes Ergebnis, wie es scheint. Also der hat absolut verloren, das Rennen. Ja, und ich sollte jetzt vielleicht auch mal aufpassen. Das sind jetzt, boah, das sind noch so viele Runden, ey. Ich hab echt keinen Bock mehr, Leute. Muss ich wirklich sagen. Ich habe echt keine Lust mehr auf das Rennen. Viel zu lang. We have 5 laps of fuel remaining. Jetzt gibt's ja nochmal ein Safety Car, aber daran glaube ich nicht. Our gap to
first place is 28.7 seconds. Ja, Perez jetzt hinter uns natürlich einen ganz schnellen Reifen, deswegen sollte ich jetzt nicht anfangen zu chillen. Sonst ist der nämlich ruckzuck hinter uns und dann haben wir ein Problem. Diese Lecks sind aber auch echt nervig. Boah, das Spiel, ey. Der steht aber schon scheiße gefährlich da, muss ich sagen. Dass da kein Safety Car kommt, verstehe ich auch nicht. Aber generell wird in dem Spiel voll wenig das Safety Car rausgezogen, warum auch immer. Kann ich echt nicht verstehen hier. Zumindest mal das Virtual Safety Car hätten sie ja machen müssen in der Situation. Sekunden Vorsprung aktuell. Das ist nix gerade gegen Perez. Ja, nicht meine Strecke. Das, glaube ich, kann man so nochmal abschließend schon mal sagen. Im Quali mega Probleme gehabt. Aber jetzt im Rennen gezeigt, dass die Speed nicht für die absolute Spitze gereicht hat. Sonst würde ich ja jetzt hier auf Vettel mega aufholen. Das tue ich nicht. Im Gegenteil, hier verliere ich. Wobei die Standbilder jetzt natürlich auch ihr Übriges tun. Wir können Perez mehr oder weniger auf Abstand halten, aber ich darf nicht aufhören zu pushen, wenn ich ehrlich bin. Das ist der Ruckzuck dran. Bestes Beispiel bei Monza, wie schnell man da ranfahren kann. Aber das Spiel, ey, ich bin so froh, wenn ich das endlich mal deinstallieren kann. So gerne ich diese Karriere mache und alles, aber dieses technische Bug-Festival, was hier absolviert wurde, das ist zu kotzen, ist das. Und ich habe wenig Hoffnung, dass es im 2019er besser wird. Muss ich leider ehrlich so sagen. Ich nehme es ja Wunder, dass Dirt Rally so gut läuft. Aber da haben halt ein anderes Team dran gearbeitet. Potenzial wäre ja riesig in dem Game, aber nicht so. Thank you.
behind is 28.8 seconds. Reifen sind jetzt langsam auch wieder am Limit. Ja, ich denke, Chassis und Aerodynamik, da müssen wir noch mal ein bisschen entwickeln. Gerade für solche Rennen, gerade dann für die Long Runs. Ich denke, der Renova Quali hat man gesehen auf so einen einzelnen Run schnell, aber ich glaube in der Rennpace, in der Rennspeed war da nix. This is your final lap of the race. Und endlich die letzte Runde, ey, das ist boah, so ein nervendes Rennen. So lang und so zäh und boah, das geht so an die Konzentration einfach. Weil du kannst keinen Moment hier auf der Strecke mal entspannen. Selbst dieser gerade Abschnitt muss mal konzentriert sein, weil da ja noch dieser behinderte Knick hier drin ist. Ja, Glückwunsch an Vettel, hoch verdient hier. Also da braucht es eigentlich keine Diskussion darüber zu geben. Von allen Seiten alles richtig gemacht. Wir verbessern uns immerhin auf Platz 2. Hätte natürlich auch noch viel schlimmer ausgehen können. Gerade wenn man sieht, was Vettel da für eine Performance geht, hätte da Raikön uns sehr gefährlich werden können. Sei es drum, Platz 2, Treppchenplatz, ich bin zufrieden und ich hoffe, ihr seid es auch. Great work. Well done. We're really happy. Boah, Alter. So ein anstrengendes Rennen, ich bin richtig durchgeschwitzt. Was für eine fahrerische Leistung, die Ferrari heute den Sieg eingebracht. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Sebastian Vettel, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Für mich ist das heute Lewis Hamilton. Weißt du, das war einfach ein Rennen, was man sich von einem vielfachen Weltmeister erwartet. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Ja, klar. Ich hätte auch gesagt, Hamilton auf jeden Fall, wie er diesen einen Punkt noch rausgefahren hat. Strafversetzung hin oder her, aber ne. Ganz sicher nicht. Ich denke eher Perez sollte man da erwähnen oder ein Leclerc oder ein Gasly mit einem sauber Toro Rosso oder Force India da vorne mitzufahren. Das verdient eigentlich Respekt. Größter Verlierer des Rennens ist auf jeden Fall Nico, unser Teamkollege. Das ist sehr traurig, aber ja, die Tendenz ist weiterhin da, was wir die letzten Rennen einfach sehen. Der Renault ist auf dem Vormarsch und deswegen, ich glaube, der erste Doppelsieg, ja, ich sag bewusst Doppelsieg, rückt vielleicht näher. Aber gut, Ferrari ist auch noch da, die entwickeln natürlich auch weiter und deswegen darf man das auch nicht unterschätzen. Der Start lief gut, Nico kam aber leider nicht so gut weg und hat mich eigentlich direkt so ein bisschen blockiert, deswegen bin ich ja ein bisschen früher auf die Eisen gegangen, um keinen Auffahrunfall zu riskieren. Ja, und das war eigentlich schon der Triumphsieg für Vettel, weil Nico hat eigentlich schon direkt angefangen aufzuhalten. Ich bin leider nicht so schnell vorbeigekommen. Vielleicht hätte es was gebracht, wenn ich am Anfang mit... da leckt es auch schon. Hätte es vielleicht was gebracht, wenn ich an Vettel dran hätte bleiben können, um da irgendwie, irgendwie versuchen, seine Pace mitzugehen. Aber ich glaube, auch das hätte nichts gebracht. Vettel war hier einfach, ja, the man of the race, das kann man so sagen. Deswegen hochverdient, die ganze Geschichte. Und ja, da jetzt groß hier nichts mehr passiert, Leute, und ich eigentlich wirklich keinen Bock mehr habe, gehen wir jetzt einfach jetzt schon direkt zur Lounge und gucken uns nicht komplett erste Runde nochmal an, weil ist ja auch nicht wirklich viel Spannendes passiert in der ersten Runde. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Ja, machen wir das mal. Wir sind die Aero-Abteilung, pushen. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Nee, das hier. Glauben Sie, dass Ihre Rivalität Sie in dieser Saison weitergebracht hat? Nee, eigentlich nicht. Der Magnussen ganz sicher nicht. Das war wirklich so entspannend und ich glaube, das hat das Team dazu gebracht, noch enger zusammenzuarbeiten und wir müssen wieder... Ja, das ist... Machen wir das. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Da enthalte ich mich. Es gibt ja nur schlechte Antworten. Danke für den Kommentar. Das machen wir nicht. So, jetzt geht's zurück zur Lounge. Boah, ich muss echt duschen jetzt, ey. Es ist so anstrengend. So schweißtreibend. Ups, das habe ich jetzt übersprungen, ist egal. Glückwunsch zum Treffen. Gibt wieder ein Einladungsevent. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Dein Ruf bei einem Team hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierzu zählen dein Verhalten auf der Rennstrecke, deine Antworten bei Interviews und inwieweit du den Bedingungen deines Vertrags gerecht wirst. Je besser dein Ruf bei deinem Rennstall ist, umso besser sind unsere Ausgangsbedingungen im Falle von Vertragsverhandlungen. Ich weiß zwar nicht, warum sie das jetzt sagt, aber ist egal, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier die Dinger hier wieder in Angriff nehmen. So, dann sind wir nämlich hier wieder up to date. Und hier können wir auch vielleicht mal gerade gucken. Was kostet der Spaß? Ja, machen wir mal hier. Dann sind wir nämlich hier wieder, dass wir da wieder für die kommende Saison hier gut ausgestattet sind, dass da nichts verloren geht. Das wäre ja nämlich schade. Deswegen machen wir das jetzt hier einfach gleich mal. Dann können wir da vielleicht nach dem nächsten Rennen schon alles wieder auf Vordermann bringen. Gut, Leute, dann soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Das Einladungsevent kommt dann wieder in einer Sonderfolge. Keine Ahnung, wann die erscheint. Ich sage jetzt aber auf jeden Fall mal tschüss, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!